Enthusiasmus zaubert er ein Foto hervor, das Hitler im August 1914 inmitten der kriegsbegeisterten Menge auf dem Odeonsplatz in München zeigt. Dass Hitler schon damals vor deutschnationaler Gesinnung glühte, steht außer Frage. Dennoch zweifeln Historiker bis heute an der Echtheit dieses Fotos. Im Vergleich zum Bewegtbild der Szene steht Hitler auf Hoffmanns Wahlkampffoto an deutlich prominenterer Stelle. Auf Bildern anderer Fotografen ist er erst gar nicht zu finden. Fest steht, dass Hoffmann damals tatsächlich fotografierte. Ob auch den jungen Hitler, muss offen bleiben. Der einzige Beweis, das Negativ, gilt heute wie damals als verschollen. Abseits der Wahlkampfpropaganda verlegt Hoffmann zahlreiche Bildbände vom Führer fürs heimische Bücherregal. Mit Titeln wie Hitler, wie ihn keiner kennt, erreichen sie Spitzenauflagen von mehreren hunderttausend Exemplaren. Hitler in Lederhose, Hitler beim Frühstück, Hitler beim Spazierengehen. Das alles hat so den Charakter, das große Genie aus der Menge des Volkes. Das ist die Intention dieser Fotobildbände. Also der voyeuristische Einblick und gleichzeitig die Vermittlung seiner vermeintlichen geniehaften Züge vor dem Hintergrund der Herkunft aus dem Volk. Hoffmannsche Legendenbildung, an der nur wenige schon damals zweifeln. Ihre Stimmen werden nach der Machtübernahme, bis auf wenige Ausnahmen, verstummen. Worin lag das Geheimnis seiner Wirkung, seiner Faszination? Ein bösartiger Spießer mit hysterisch getrübtem Blick, in der bleich gedunsenen Visage. Nichts, was auf Größe oder auch nur Begabung schließen ließe. Sie ist begeistert vom neuen Politstar. Mit 17 beginnt Eva Braun eine Lehre im Fotogeschäft von Heinrich Hoffmann. Hier trifft sie zum ersten Mal auf Adolf Hitler. Der macht charmante Avancen. Anfang 1932 wird Eva seine Geliebte, sehr zum Wohlgefallen ihres Chefs. Die Freundschaft Eva Braun zu Adolf Hitler war für Heinrich Hoffmann ein Glücksfall. Durch sie festigte er im Grunde die persönliche Bindung an Hitler. Denn Hoffmann war ja derjenige, der nicht nur von dieser privaten Sphäre, die ja nach außen verheimlicht werden musste, wusste und dieses Geheimnis hütete, sondern er bereitete quasi durch sein Haus, durch seine Familie, in der Hitler und Eva Braun verkehrten, einen Schutzraum für das Privatleben Hitlers. Und andererseits sicherte er sich durch Eva Braun einen direkten Zugang zu Hitler. Die Öffentlichkeit darf von Eva nichts erfahren. Er habe gar keine Zeit für eine Frau, seine Braut sei Deutschland. So stilisiert er sich selbst. Viele Frauen schwärmen für den Agitator mit dem Oberlippenbart. Schon damals bekommt er nach jedem Auftritt jede Menge Liebesbriefe. Das Thema Hitler und die Frauen führt zu einer peinlichen Überlegung, ob Frauen die Macht lieben. Und das scheint bei Hitler der Fall gewesen zu sein, weil er in keiner Weise einem männlichen Idol seiner Zeit entsprach. Wie gesagt, er sah ja auch gar nicht arisch aus. Er hatte ein eher teigiges Gesicht und hatte eine stumpfe Nase und ein kleines Mündchen und eine fliehende Stirn. Nichts davon, würde man auf Anhieb denken, ist sehr attraktiv. Die Frauen liebten den Machtmenschen. Hitler lässt sich gern bewundern. Die, die nicht seinem Charme erliegen, werden zum Schweigen gebracht. So wie die amerikanische Journalistin Dorothy Thompson. 1934 muss sie Deutschland verlassen. Über ihre Begegnung mit Hitler schreibt sie: Ich war überzeugt, dem zukünftigen Diktator Deutschlands zu begegnen.
Nach etwas weniger als 50 Sekunden war ich absolut sicher, dass dies nicht der Fall sein konnte. Genau diese Zeit brauchte es, um die erschreckende Bedeutungslosigkeit des Mannes zu erkennen. Januar 1933. Machtübernahme. Hitler triumphiert. Die NS-Propaganda feiert ihn als Retter Deutschlands. Die absolute Mehrheit hat er nicht. Er wurde vom Reichspräsidenten ernannt. Doch Hitlers Partei ist die stärkste politische Kraft mit dem größten Zulauf. 1933 können Sie zum Beispiel sehen, dass nach der Ernennung zum Reichskanzler Hoffmann Bilder von Hitler in der Reichskanzlei in Berlin erstmals in den Diensträumen anfertigt. Das ist auf einmal dann nicht mehr der Parteiführer in irgendwie etwas antibürgerlicher Windjacke oder geschweige denn in dieser bajuwarischen Montur mit Lederhose oder auch in der SA-Uniform, sondern das ist auf einmal der Mann im Frack, das ist der Mann im großbürgerlichen Habitus. Während sich Hitler vorerst weiter staatsmännisch gibt, schafft Propagandaminister Goebbels die Pressefreiheit ab. Aus Fotografen werden sogenannte Bildberichterstatter. Grundvoraussetzung ist Linientreue und arische Abstammung. Auf den Straßen zieht das Fußvolk der Partei in SA-Uniform gegen politische Gegner zu Felde, die verhaftet, verprügelt, gefoltert werden. Bedroht ist, wer dem sogenannten Volksgeist nicht entspricht. Beim April-Boykott gegen jüdische Geschäfte 1933 wird die Kamera gezielt gegen vermeintliche Boykottbrecher eingesetzt. Die Kamera stand also sozusagen als Einschüchterungsinstrument neben der Tür. Diese Fotos wurden teilweise in lokalen oder regionalen NS-Zeitungen dann abgedruckt und Menschen so sozusagen qua Kamera oder qua Kamerabenutzung an den Pranger gestellt. In Dachau werden die Kritiker des neuen Regimes in sogenannte Schutzhaft genommen. Es wird zum Muster des Terrorstaates, zum Vorbild zahlloser Konzentrationslager. Um Gerüchten vorzubeugen, wird die Propaganda bemüht. 1933 erscheint die erste zynische Home Story aus dem KZ Dachau. Eine Fotoserie, die 5 Jahre später entsteht, wird nicht mehr veröffentlicht. Über die wahren Zustände im Lager kann längst nicht mehr hinweggetäuscht werden. Heinrich Hoffmann hat es mittlerweile zu einem angesehenen Bildimperium gebracht. Seit 1932 verfügt das Unternehmen über eine Dependance im Berliner Zeitungsviertel. Hoffmann selbst nennt sich Reichsbildberichterstatter, ein Amt, das es offiziell gar nicht gibt. Das Verhältnis zu Hitler ist enger denn je. Berlin im Sommer 1936. Die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele laufen auf Hochtouren. Viele fiebern dem Großereignis entgegen, unter ihnen auch Heinrich Hoffmann. Sein Plan, ein 3D-Bilderalbum des Spektakels. Es gab in Deutschland nur noch ganz wenige, die sich mit der Stereofotografie beschäftigt haben. Einer ist ein gewisser Schönstein, er hat einen kleinen Verlag und im Jahr 1936 trifft er mit Heinrich Hoffmann zusammen. Der ist begeistert, weil er in dieser Stereofotografie eine weitere Möglichkeit sieht zur Inszenierung von Hitler und zur Inszenierung der Bewegung. Insgesamt finden sich im Hoffmann-Archiv etwa 7000 Raumbildaufnahmen, die mit einer sogenannten Stereokamera aufgenommen wurden. Im Gegensatz zur normalen Kamera hat die Stereokamera 2 Objektive. Der Abstand der Objektive zueinander entspricht dem menschlicher Augen.
sieht das linke Auge nur das linke Bild, das rechte Auge nur